Heieiei, so herzlich willkommen zu dem Spiel 7 Days to Die. Ich freue mich jetzt schon darauf, das zu Let's Playen. Einfach, ich muss zugeben, ich bin ein kleiner Schisser. Aber das kriegen wir alles hin. Ich habe mich natürlich schon mal ein bisschen vorbereitet und es natürlich privat gespielt, wie immer. Ich muss gerade mal gucken. Ah ja, okay. Diese schöne rote Linie, die ihr seht, das da hinten, ist alles verseucht. Da sollte man nicht unbedingt hingehen. So. Ja, kurz und knapper Spieleinstieg. Es geht darum, Sachen zu craften, zu sammeln und so weiter, um sich vor einer Zombie-Horde praktisch zu schützen. Das war jetzt wirklich sehr kurz und knapp. Also es ist halt ein Survival-Game, wo man viel mit... Oh, wunderbar, dass ich das schon habe. Jawohl. Sowas fehlt mir nämlich sonst generell immer. Und da freue ich mich doch, dass das hier gerade so im Auto war. Also wie gesagt, es geht darum, hier alles zu looten. Hier ist ein Vogelnest, ganz wichtig. Federn für die Pfeile, die wir gleich stellen werden. Kurz und knapp, es geht los, dass man praktisch in eine Welt, eine Random-Welt generiert wird oder zumindest irgendwo random rausgeschmissen wird. Und... Na, eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Ich muss Steine sammeln. Und wie ihr halt an der Seite seht, gibt es so ein paar Basic-Quests, die dir zeigen, wie es geht. Also man soll halt Steine... Mensch, Herrgott, nochmal Stein. Steine sammeln. Mit dem Tab-Menü öffnet man das Crafting-Menü. Mit dem Tab-Menü. Mit der Tab-Taste öffnet man das Crafting-Menü. Und ich crafte mir jetzt schon mal eine Steinaxt. Rotten Flesh will ich nicht haben. Und ihr seht, jetzt habe ich die abgeschlossen, die eine Quest. Und es wird gleich eine neue generiert. Das ist einfach nur, damit man den Einstieg vielleicht nicht zu schwer hat, sag ich mal so. Ich habe jetzt hier Plant Fiber schon ein bisschen gesammelt und soll mir jetzt die Anziehsachen craften. Einfach damit ich jetzt nicht so nackt hier rumlenne. Und die ziehe ich natürlich auch. Also ich kann, ihr könnt meinen Charakter sehen. Und ja, hier sind die ganzen Sachen. Wie, welche Gesundheit, wie viel Essen ich noch habe oder beziehungsweise wie viel Hunger ich habe, wie viel Durst. Meine Anzeige, Temperaturanzeige. Hier ist das Crafting-Menü. Hier zu finden oder auch wenn man M drückt, kann man die Karte finden. Es ist wahnsinnig groß, wenn ihr das hier so seht. Achso, jetzt habe ich die ganzen Sachen schon, die kann ich auch tragen. Das schützt mich einfach ein bisschen vor Umwelteinflüssen, sage ich es jetzt mal so. Habe ich alles? Ja. Wie gesagt, alles am Anfang. Also ich bin immer so, ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Jetzt soll ich hier ein Bäumchen. Ein Bäumchen abhauen, damit ich Holz bekomme, damit ich eine Keule herstellen kann. Ja, gehört jetzt einfach zu den Quests dazu, sage ich mal. Ich habe sie aber noch nie wirklich benutzt. Liegt einfach daran, ich würde euch empfehlen, am Anfang nicht in den Nahkampf mit einem Zombie zu gehen. Das geht nicht gut aus. Ihr könnt es mir glauben. Es sei denn, ihr habt einfach nur viel Glück oder so wie ich immer keine Federn und dann, ja, dann bleibt euch nicht viel übrig, als in den Nahkampf zu gehen, wenn sie euch angreifen. So, ich stelle mir schon mal ein Bogen her. Gott, mir fiel gerade der Name nicht ein. Ein Bogen und die dazugehörigen Pfeile, die ich noch nicht machen kann, weil mir Steine fehlen. Ja. Ich kloppe jetzt einfach mal hier ein bisschen drauf rum. Ist vielleicht mit einer Steinaxt auch nicht unbedingt zu empfehlen, aber naja, es tut seinen Zweck. Wichtig ist auch, dass ihr wirklich alles bis zum Ende abbaut, weil es gibt dann nämlich noch so einen kleinen Bonus, wenn man das komplett abgebaut hat. Also jetzt diese 500, ich nenne es jetzt mal
Lebenspunkte oder wie auch immer. Wenn ihr die abgekloppt habt, seht ihr gleich, dass da nochmal ein Bonus von 12 Steinen und ich habe noch sogar zwei Eisen dazu bekommen. Das ist ganz nett, wollte ich nur mal gesagt haben. So, ich bin am Überlegen, ich meine, wir haben ja eigentlich noch, noch viel Zeit, ob ich jetzt noch weiter auf Erkundungstour gehe oder ob ich dieses Haus hier nehme, um auch einen Unterschlupf zu holen, zu haben für die Nacht. Weil ab 22 Uhr, man hört es an einem süßen Ton, können die Zombies nämlich rennen und dann möchte ich nicht unbedingt draußen sein. Ich gucke gleich mal, ob ich vielleicht irgendwo, ich hätte hier gerne einen Fluss in der Nähe. Aber das sieht nicht so aus, als wenn hier eines wäre. Wir bauen einfach alles ab. Man weiß nicht, wofür man die ganzen Sachen noch gebrauchen kann. Und als kleiner Tipp, ich baue jetzt mal hier unten das ab. Jedes Mal, wenn ihr solche Eisenplatten, sage ich jetzt mal so, seht, kann sich da drunter was Schönes verbergen. Jawohl. Und zwar ist da jetzt auch ein Rucksack drunter. Ich weiß nicht, ob ihr das... Oh. Meine Steinaxt kaputt gegangen. Wir craften uns noch mal eine. Aber wir können auch schon mal drei machen. Sowas auf Vorrat ist auch immer gut. So. Weil die gehen schnell. So, da ist nämlich ein Rucksack drunter. Und manchmal sind da feine Sachen drin. Ja, zum Beispiel das Hunting Knife. Das kann ich gleich scrappen. Das brauche ich nicht. Und ja, das nehmen wir einfach auch mal mit. Inventarmäßig, ja, was soll ich sagen? Es könnte besser sein. Also, ich habe generell das Problem, dass das Inventar immer schnell voll ist. Vielleicht sammle ich aber auch einfach zu viel. Ich laufe jetzt einfach mal hier drauf los. Und erkunde mal so ein bisschen die Gegend hier. Man nimmt natürlich immer schön alles mit. Baumwolle, Steine. Immer schön auf Vogelnester achten. Federn sind ganz wichtig. Ja. Ich folge jetzt mal so ein bisschen. Ich gehe mal ein bisschen parallel zur Hauptstraße. Da hinten ist auch wieder ein Haus. Okay. Wir sammeln mal ein bisschen Holz. Zwischendurch. Ja, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also für die erste Nacht nehme ich eigentlich immer gerne Häuser, die schon vorhanden sind. Weil da ist man einfach... Ja, für die erste Nacht kriegt man das sonst nicht hin, vielleicht jetzt sich einen eigenen Unterschlupf zu bauen. Und wie gesagt, nachts möchte ich nicht unbedingt... Unten, möchte ich nicht unbedingt draußen übernachten. Ich bin mal gespannt. Ich mache nur mal, achso, meinen Bogen in die Leiste unten. Und gut, hab das schon mal gespannt. Man weiß nämlich nie, was so auf einen zukommt hier. Ob hier irgendjemand ist. Aber hier scheint alles, außer der Hirsch da hinten. Ja, wir müssen ja auch essen. Aber das macht ein bisschen, haben wir ja noch auf Vorrat. Ein bisschen, worauf können wir noch zurückgreifen. Hat sich also jemand mal schon Gedanken gemacht um seine... Hier habe ich auch mal, also in einem anderen Spiel, auch schon mal in dem Haus übernachtet. Aber wie gesagt, wir gucken einfach mal. Jawohl, leckere Sachen. Yummy, yummy. Ein Cooking Pot, cool.
Braucht man dann später für das Lagerfeuer? Da kann man dann nämlich auch das Wasser abkochen und, und. Ich bin fast der Meinung, aber wie gesagt, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die Karten jetzt gleich sind. Aber irgendwo in der Nähe müsste hier eigentlich auch ein Fluss sein. Ich habe was von langlatschen sehen. Ah, in der Toilette gucken wir auch immer mal. Ja, da ist nichts drin. Wir gehen mal nach oben gucken. Hier ist wieder das Ding. Es ist mir einfach zu viel zum Zubauen. Es sind zu viele Sachen, die ich nicht richtig dann beschützen kann, nenne ich es jetzt mal so. Die Sachen sind mir zu unsicher zum Befestigen. Weil da müsste ich jetzt alle Türen rausreißen und die dann zumachen. Was habe ich denn jetzt gerade was? Achso, das riecht wahrscheinlich, ne? Weil sonst Fleisch habe ich ja eigentlich sonst nicht. Weil ihr seht das an der Nase hier unten. Wie sieht es denn mit dem Essen aus? Habe ich denn Hunger? Sollte ich schon mal. Nee, das ist ja noch lange nicht, dass ich irgendwie was essen sollte. Also daher werde ich das jetzt auch noch nicht verschwenden. Ich renne natürlich jetzt hier rum und rieche recht nett. Das mögen die Zombies natürlich auch sehr gerne. Oh, und jetzt ist die Steinaxt schon wieder kaputt. Aber wie gesagt, man sollte auch eigentlich nicht die Steinaxt benutzen, um hier Betten abzubauen, aber. In der Not frisst der Teufel fliegen. So. Ja, wie gesagt, das Haus ist mir hier einfach zu groß. Das möchte ich nicht. Da verweigere ich mich. Wir sind jetzt. Tja, jetzt stehen wir hier und können uns entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Ich gehe mal in die. Das war jetzt einfach mal so eine intuitive Entscheidung. Ob die jetzt gut war, bin ich mir nicht sicher. Ich stelle nochmal Pfeile her. Viele sind es nicht, aber. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Hä? Hauptsache ich hau auf den Baum rum und er baut Stein ab. Autos sind auch immer recht nett, wenn man die dann später abbauen kann. Oh, naja. Kann ich auch gut gebrauchen. Bin mir nicht so ganz sicher. Also wie gesagt, ich bin in dem Sinn immer so ein bisschen Schisser. Am liebsten würde ich schon um 10 Uhr, da hinten ist ein Zombie. Am liebsten würde ich, und da hinten auch, würde ich schon um 10 Uhr immer mein Lager fertig haben. Ich laufe ungern umher und habe keinen Unterschlupf für die Nacht. Das ist nicht so meins. Worüber bin ich denn da jetzt gerade drüber gelaufen? Ach, über den Müll. Ich wollte gerade schon sagen. Jetzt werdet ihr werdet ihr Zeugen meiner Superkünste treffen. Bin froh, wenn ich überhaupt treffe. Oh. Ja, dementsprechend ist natürlich auch immer schön. Jetzt wisst ihr, wo meine Pfeile so bleiben. Oh ja, doch, ich habe sie getroffen. Ja, komm mal her. Oh. Alter, das kann ja wohl nicht sein. Ich. Nein, 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 nein. Ich bin gestunt. Scheiße, 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 scheiße. Alter, wie schlecht bin ich denn bitte? Ihr lacht euch jetzt wahrscheinlich scheckig, aber das ist, ich finde das nicht lustig. Ich habe das getroffen, oder nicht? Hä? Ich treffe die Alte doch. Ja. Kann ja wohl nicht sein. Ich klopp. Jetzt. Bist du tot? Meine Güte. Das war ja gerade eine schwierige Geburt.
Da habe ich ja wieder alles gegeben, um euch zu zeigen, welche Fähigkeiten ich hier so habe. Ich schäme mich in Grund und Boden. Eieiei. Oh, was ist denn da hinten? Hab's doch gerade hier um mich noch wackeln hören. Aber das wird doch nicht der Typ da hinten sein. Ach, da ist noch einer. Der hat mich gesehen. Oh, lauf doch nicht zickzack, Mann. Was soll denn das? Oh, ich habe nur noch 5 Pfeile. Scheiße. Was? Hauptsache, du stirbst einfach nicht. Weißt du, scheiß drauf. Komm, auf die Fresse. Oh, jetzt aber mal genug. Noch irgendjemand, der hier was sagen will? Ja, er da hinten. Du möchtest also auch mit mir sprechen. Ja, ist ja okay. Was haben wir denn für ein Problem? Ach, ihre Schädeldecke fehlt. Ja, toll. Jetzt muss ich dir so auf die Fresse hauen. Weil ich einfach keine Pfeile habe. Mann, das nervt mich so. Was? Oh nein, habe ich das jetzt gelootet? Bitte. Oh, da war nämlich ein Plan. Den lese ich doch gleich mal. Das ist nämlich sehr schön. Dann sammeln wir das immer, dass wir das dann herstellen können. Du hast nicht so viel für mich. Okay. So, zurück zu meinem eigentlichen Vorhaben.